Hallo zu Bichertian 2.0 und wir beginnen das nächste Ligaspiel jetzt gleich am 23. Spieltag gegen den 4. Hannover 96. Na, dann Mantau. Automatisch ersetzen. So. Wen hat er denn da so eingestellt? Schilotzi, Teammanagement. Fabian wieder. Bastian ist wieder gesundet, also spielt Bastian für Fabian. Hochkamp, Weiland, Quaschner. Ja, Für Bayer setzen wir mal. Ja, Bayer bleibt drin. Okay, spielen. Oh. Egal jetzt. So. War Druck. Pressing. Und offensiv. Sané am Ball hier. Wird aber erstmal von Quaschner hier gestoppt, aber. Da wird so nichts. Ben Schopp wird aber auch gestoppt. Pertl auf Lucilla. Auf Pertl auf Göger. Zurück auf Lucilla. Lapper bekommt hier den Ball. Auch unter Kontrolle, aber da wird er doch wieder beackert. Und dieses Laufband hat mir die Sicht genommen. Was ich hier machen konnte. Und Nappa hier mit der Flanke, die relativ gut kam, aber am Ende kommt da nur eine Ecke raus. Und noch eine zweite Ecke. Nein, keine zweite Ecke. Bei Hodelkamp, da am Ball war es noch. Aber der Ball war doch da schon drüber. Und Konter durch Klaus Zoller wird hier bedrängt. Sané. Zoller in die Arme von Riemann. Aber ganz in Ruhe alles gemacht von Bochum. Knapper auf Pertl. Auf Stöger und Stöger wird hier gestört. Lippe. Schön hier, schöner Kopfball hier. Stöger hier mit einem miesen Pass. Konter Hannover durch Schneideband, Benschub. Klaus. Benschub, Klaus und Davidovic. Wunderbar hier und Pertl auf Stöger. Auf Knapper, auf Pertl. Lucilla, auf Pertl, auf Stöger. Und
Das wurde leider doch nichts mehr. Kontanova, Benchop. Der wieder genießene Bastians spielt hier ins Aus. Und man merkt, wie wichtig er für die Mannschaft war in der Abwehr. Schmiedebach. Sanne. Klaus. Auf Zoller, auf Benchop. Und das war nix. Tor, Abstoß. Perte hier auf Stöger. Und sorgt zum Einwurf. Perte auf Stöger versucht, aber Sorg war dazwischen. Philippe auf Sorg. Schmiedebach. Sanne hier in der Verteidigung. Sanne, Klaus. Hier gut verteidigt. Oh, der hat der sich da wehgetan. Stöger, Lucilla, Pertl, Stöger. Lucilla auf Lapper, auf Quaschner, schön hier auf Weiland, Weiland schießt, aber nicht reingekommen. Hochland versucht hier auf Lapper zu kommen, aber wird nichts. Klaus, Schmiedebach. Und Bastians verhindert hier den Angriff von Sanne, Benzu, Banzi, Basi und daneben. Benchop hat sich hier verletzt. Benchop macht hier aber weiter. Jetzt sogar mit einem schönen Hackentrick. Und Riemann hier toll gerettet. Auf Knapper, aber der kommt nicht an Philippe vorbei. Und Sahne. Oh. Sahne, Zoller, Benchop, Schmiedebach! Wow. Das war eine große Chance. Oh, Bastians, Perte, Lucilla, Hochland auf Weiland. Auf Hochland, aber da kommen sie nicht durch. Sanne. Sanne. Sorg. Sanne, Schmiedebach. Gut verteidigt hier. Sanne. Riemann auf Bastians, Pertl auf Stöger, auf Pertl auf Lapper, auf Pertl und Einwurf Bochum, Pertl mit der Flanke und Schauner hält.
Benschop. Sané. Klaus. Oh, Schmiedebach. Bernholz. Und Einwurf Hannover. Klaus. Sané. Klaus. Der Stopp von Schelotti, der auch wieder gesundet ist. Wäre der noch verletzt, dann hätte Bochum ein kleines Problem hinten rechts gehabt. Weil der Ersatzmann Chimera verletzt ist für 3 Monate und da verquatscht bald eine Riesenchance. Quaschner kann den Ball nicht hier. Schön hier weitergeleitet von Lappa, aber der Schuss konnte Bastians nicht unterbringen. Schelotti bekommt den Ball nicht zum Mitspieler, sondern nur zum Gegner. Schmiedebach, Sorg. See wird hier gut bearbeitet vom Pertl. Oh, oh, oh. Lucilla hier schön auf Lapper. Der will hier Quaschner schicken, aber das geht hier nicht so einfach. Klaus. Bastians hier zum Einwurf. Da lässt er sich rauslaufen. Oh, wo, wo. Und Halbzeit Pfiff. Hannover minimal überlegen. Quaschner hier im Strafraum. Lappa! Und Ecke. Schelotti jetzt. Ah, da wird oh, doch nichts. Abseits von Lappa. Bornholz, ne, der Bornholz, ja, Zollerzahne, Schmiedebach, Sané, Werte hier gut, Benchop, Schelotti ist schon raus, aber auf Schmiedebach, Schmied, oh. Bastians hier zur Rettung per Ecke. Wow. Aber Hannover bekommt den zweiten Ball, der aber relativ weit nach außen gespielt wird. Perte, Lucilla, jemanden schicken, aber da war keiner. Gute Handschrift drauf. Und da war gut hier abgespielt. Schelotti. Quaschner. Und der erste Wechsel für Bochum. Stöger mal raus. Für ihn kommt Eisfeld rein.
Boah, Schilotzi kann hier nichts machen. Und Benchop ist ausgewechselt. Und Uffebeche ist auch rein. Doppelwechsel bei Hannover also. Boah, was macht da jemand out? Oh, zum Glück war Zoller da im Abseits. Und da hat Riemann noch mächtig Glück. Mailand kann hier nicht den Ball unter Kontrolle halten. Mailand holt sich den Ball, aber rutscht er weg. Sané darf hier auch mal machen, was er will. Schmiedebach wird hier angegangen. Eisfeld findet hier doch noch Quaschner, weil der Hannoveraner hier auch nicht aufpasst. Aber Quaschner kann daraus nichts machen. Quaschner hier mit einem Fehlpass mal wieder. Und wenn der Ball rausgeht, wird gewechselt. Knapper raus dafür, den Kurai mal als Stürmer. Zoller. Oh, wow, 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 wow. Bauholz. Schalotzi. Und der Wechsel wird vollzogen. Nicht die Abwehr hier auflösen, nicht auflösen, die Abwehr gut gemacht. Mailand kann hier auch nichts machen. Klaus wird hier beackert von Schilotzi mit einem positiven Ergebnis. Hochland, Benko überall auf Eisfeld und da sind zwei Hannoveraner an den Rand direkt. Bastians hier schön aufgepasst. Benko auf Quaschner, auf Benko auf Quaschner. Quaschner kommt hier nicht ran. Schmiedebach, Füllkrug. Hochland, wie hier über außen, Schilotzi auf Weiland und Freistoß für Bochum und Wechsel. Weiland raus für Bayer mal. Adlerholz. Der Alperholz, der Übeltäter, aber nur Freistoß. Eisfeld hier schön bearbeitet. Lucilla auf Quaschner auf. Maja ist zu spät dran. Balbos oder Alpros. Geil. Lucilla auf Quaschner. Quaschner hier. Auf Lucilla. Lucilla schießt. Aber an Schauner gescheitert. Bochum, Tick offensiver jetzt. Hochland auf Lucilla.
Und da kann Quaschner schicken. Quaschner alleine. Mach das mal. Nein. Er scheitert wieder mal an Schauner. Lucilla zieht ab, aber nichts rausgekommen. Und Einwurf. Quaschner mit der Flanke auf Benko, aber es gibt wenigstens Ecke dafür. Oh, Quaschner mit dem 1:0. 0:1 hier letztendlich. Durch eine schöne Ecke. Perfekt getroffen. Und Quaschner trifft hier wunderschön. Füllkrug Bochum jetzt auf ausgeglichen da. Also defensivste Taktik in dieser Moment. Einwurf Hannover, ein Bochum, Quaschner auf Bayer. Schön von hier die zwei jungen frischen Transfers. Gleich Bech. Pertl prüft hier Riemann mit einem starken Kopf. Riemann kloppt den Ball jetzt einfach mal nach vorne und raus. Philippe Soller schiebt den Ball hier raus. Bayer auf Quaschner. Auf Bayer. Da versucht hier Benko zu finden, aber das wird nicht. Und frühes Abseits. Oder? Nein. Ja. Bochum weit aufgerückter Bayer bekam den Ball da nicht unter Kontrolle. Quaschner Eisfeld. Nusilla. Und da war doch ein Hannoveraner doch vorher dran noch. Versteht diese Abseitssituation nicht. Klaus hier am Ball. Hoffmann! Nein! Nein, 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 nein. Ein Glückstreffer von Hannover hier. Hoffmann hier, okay, Hoffmann stand da auch relativ alleine. Totalangriff hier bei Bochum für die letzten paar Minuten. Aber was war das denn für eine Aktion? Was war das denn wieder für eine Sache hier? Davidovic, Celotti auf Bayer, Bayer hier, kann hier, aber der rutscht hier weg und ja, er bleibt beim 1:1. Enttäuschend, enttäuschend. Bochum damit nur noch auf dem 16. Platz. Wieder.
Was gibt's in dein Büro zu lesen? Pressekonferenz? Bochum motivieren? Ah, Nationalmannschaftskader nominieren. Berufungen, so. Zentrales defensive Mittelfeld. Norbert Rhein. Stürmer ist einer besser als Lefty, ja. Der andere Lefty-Team. Daniel Lefty darf rein, aber der andere Lefty nicht. Ist ein Mittelfeldter schlechter als... Nein. Ah. Rutsch darf raus, da darf Smith doch mitkommen. Sonst Karten? Nope. Okay, Manos. Ach, dann darf Lefferty doch ein, zwei Torwerte reichen. So, abgesendet. So. Ach, dann ist eine englische Woche. Ne. Montag und dann Freitag. Das ist eine heftige Woche. So. Die Stürmer dürfen ran. Quaschner, genauer gesagt, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Abschluss, Kurzdistanz. Ja, das hat er nötig. Elf plus 6 sind 17 und 17 gibt's nicht. 20, ja, muss ich. 20. Die Nummer 13. Rikyu Tamasaki. 4, 6, 10, 12, 14. Enge Ballführung darf er mal trainieren, da Jugendspieler 6-12. Der Steffen Vogel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Trainiert 3, 5, 7 Torvorlage. Da habe ich 17 gesagt, ne? Ach, da Hans Lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Trainiert heute mal Ballbesitzhaltung wieder. Und das letzte Training. Torwart. 5 passt. Riemann trainiert. Elfmeter parieren. Training beginnen.
Eieiei. Eieiei. Ups. Oh Mann. Ah, knapp. Eieiei. Nächstes Training. Rikiu Tamasaki. Exzellent hat er es gemacht. Ich sah eine Chance lang an den Steffen vorgemacht. Torvorlage. Wow. Ah. Hätte ich mal ein Tor. Ah, oh Gott. Oh, wow. Nee. Nächste Einheit. Naja, B wenigstens schafft und tanze lang. Schafft er wieder ein Exzellent. Oh. Nee, der kommt da sieht man nicht so gut dran. Und wieder exzellent. Der Junge kann was am Ball. So, Rima mit Elfmeter. Parieren. Auf gut nur, naja. So. Wegen dem neuen Vertrag. Ich muss Ihnen was Wichtiges sagen. Danke für Ihr Angebot, meinen Vertrag zu verlängern, aber momentan möchte ich mich nicht festlegen. Ich werde entscheiden, wo ich in Fuß und sie dann informieren. Ja. Dann eben nicht. So. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Bihertian 2-0, wenn wir gegen Kaiserslautern spielen. Ein Spiel auf Augenhöhe. Tabellarisch. Also Tschüss.